Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute zeige ich euch leckere Partybrötchen aus dem verrückten Teig. Die deftige Knoblauchglasur bereite ich in der Prep and Cook zu. Heute kommt die Minischüssel zum Einsatz. Ja, hier bereite ich jetzt etwas mehr von der deftigen Knoblauchglasur zu, da ich diese einmal für die Knoblauchecken und einmal auch für die Partybrötchen benötige. Und los geht's! 4 Knoblauchzehen kommen in die Minischüssel und werden per Einstellung im Puls innerhalb von schnellen 10 Sekunden zerkleinert. Mit dem Spatel wird die Knoblauchmasse nach unten geschoben und alle weiteren benötigten Zutaten werden zugefügt. Das wären 5 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Petersilie und 40 Gramm geschmolzene Butter. Im Hintergrund heizt der Backofen wieder auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor und das Backgitter befindet sich wieder im untersten Einschub. Bei Einstellung Impuls werden alle Zutaten für diesen lecker deftigen Knoblauchguss innerhalb von schnellen 15 Sekunden vermengt. Wow, und ich sage euch, das duftet. Ja, und gebacken wird heute auf Meins. Genau, so heißt diese Runde Stoneware. Und da mein Meins noch recht neu ist, konnte es noch keine eigene Patina bilden und somit habe ich diese Stoneware vor dem jetzigen Gebrauch auch wieder mit etwas Butterschmalz eingepinselt. Patina ist eine natürliche Antihaftbeschichtung, welche durch Einbrennen von Fett entsteht. Ja, und je mehr Patina vorhanden ist, umso besser und köstlicher kommt der Steinofeneffekt zur Geltung. Und das macht sich geschmacklich tatsächlich besonders lecker bemerkbar. Für diese köstlichen Partybrötchen kommt eine Portion des verrückten Teiges zum Einsatz. So lassen sich aber auch ganz einfache Frühstücksbrötchen formen und backen oder mit einem Stück Feta oder ja, einer Füllung nach Wahl backen. Diese Partybrötchen backen nun im vorgeheizten 220 Grad Ofen 13 bis 15 Minuten, je nach gewünschter Bräunung. Und nun kommt noch etwas Werbung in eigener Sache. Alle von mir empfohlenen Produktlinks sowie den Link zu meinem Online-Shop, in welchem ich meine Rezepthefte anbiete, setze ich natürlich gerne unten in die Infobox. Den Anfang meiner Rezeptheftreihe machte das Balkanheft für die Cook4Me. Liebe Grüße, bis ganz bald, eure Jana.